Yo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Minecraft. Hallo. Ja, ihr habt ja diese wunderschönen Rexe gesehen. Alter. Ja, ja, beruhig dich, beruhig dich. So, wir haben die Folge natürlich gleich im Nachhinein aufgenommen. Ouch. Gary, oh Gott. Oh. Kleiner, nicht brüllen hier. Ach, guck mal, mich wollte er nicht angreifen. Feige ist er. Feige ist er. Okay, ich bin fast tot. Okay, ich lasse es sein. Okay, nicht angreifen, okay. Ey, Kleiner, come on. Beruhig dich. Man haut keine Mädchen, okay? Beziehungsweise Elsa! Beißt... Hey! Du bist auch ein Mädchen! Mach jetzt nicht einen auf den. Guck mal, der wollte mich gerade verarschen hier. Der dachte so, er kann mich beißen und dann, ne? So, in dieser Folge haben wir jetzt das Geilste der Geilsten vor. Hier. Also hier irgendwo will Gary diese... Was für eine Sicht das immer war? I don't know. Ach so, wenn man hier reingeht. Alles klar. So, hier wird irgendwo dieses Glasgehege kommen. Und wir werden dieses Paddocks nachbauen. Ich muss aber ganz kurz einen Grundriss finden, wie ich das am besten bauen kann, weil es wird schwer. Pass auf, da fange ich schon mal an, ja? Oh, jetzt wird's traurig, es regnet. Ist nicht schlimm. Also, ich würde schon mal sagen, dass 1, 2, 3, 4, 5, 6... Warte, muss jetzt genau sein. Das sind jetzt 6. So, Gary, ich habe jetzt 12 Stück hier. Wenn ich jetzt 12 Stück gerade ausbaue, das Gehege wird dann riesig, oder? Ich glaube, das kann man so bauen. Ja. Ich habe eine Mega-Lag. Okay, hast du gerade irgendwas hingesetzt? Irgendwie komplett Minecraft? Nee, nur ein Block. Komisch. Okay, warte, du baust das dann komplett hoch schon mal. Ich hätte jetzt gesagt, hier, mach mal eine Tür rein dann. Ja, das müssen wir am Ende noch gucken, weil auf jeden Fall baue ich jetzt hier 12 Dinger lang und das geht dann halt immer so weiter, okay? Weil das dauert halt. So, okay, auf geht's. 3, 4, 5, 6. So, 12. Guck mal. So ist das jetzt. Höher, auf jeden Fall höher. Ja, ich frage nur, wie hoch. Stopp. So hoch. Ja, so würde ich sagen, ist gut, weil das ist der Indominus Rex. Indom-dom. Und deswegen. Also, ich habe jetzt hier 12 Stück hingebaut. Und jetzt die Frage. Ich glaube, ich mache jetzt hier einfach weiter und dann einmal komplett herum. Ich glaube, das müsste funktionieren. Freunde, ich habe schon was falsch gebaut. Pass auf. Wir gehen jetzt ganz kurz so rein. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Also... Indominus Rex Gehege ist eigentlich, dass das nicht so lang geht, sondern ein bisschen schräger. Da kommt eine Gerade, wie einen Diamanten, kann man sagen, wie eine Rubin. Problem ist, das können wir hier in Minecraft nicht machen. Jetzt muss ich mir echt überlegen, wie ich das jetzt baue. Ich glaube, ich habe einen Plan. Das ist ein bisschen belastend, dass wir das jetzt nicht so bauen können. Okay, warte mal, das bauen wir jetzt ganz kurz. Warte, das darf ja nicht zu breit sein. So, dann machen wir... Doch. Das machen wir jetzt noch bis hierhin. So, von hier gehen wir dann aus eine Gerade runter. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben's wirklich. So, dann bauen wir genau das so. Zack. Alter, das Gehege wird ja riesig. Naja, für 2 Indominus Rexe. Ja, okay, für 2 Stück. Stimmt. Die sich am Ende zerfleischen werden. Es geht. Ja, aber guck mal, wir müssen das Gehege, das Dings noch bauen, dieses Glashaus-Ding da und Und dann kommen die zu, oh Gott. Ja, Freunde, das da wird noch dauern, Wir haben unseren Spaß. Oh, kommt mir immer näher. Wie machst du eigentlich? Ich setze immer 2 Stück hin, baue kurz weiter und dann immer so, weißt du, you know what I mean? Ich baue 2 hoch. Oh shit, jetzt habe ich wieder keine, doch. Okay. Ich baue 2 hoch, dann zack, zack. Ja. Und, hast du hinbekommen? Ja, ja. Zack, zack. Gut. Zack, zack. Wir werden uns auf jeden Fall gleich das Gehege, wenn es fertig gebaut ist, von oben mal anschauen, ob es jetzt wirklich, ich sag mal, was hermacht. Weil es kann ja sein, dass ich jetzt gerade Mist gebaut habe. Und ich hoffe es zwar nicht, aber mal gucken. Wir gehen mal ganz kurz hoch. So, ich komm mit. Doch, warte mal, das sieht cool aus. Aber irgendwie sieht's aus... Das linke ist länger als das rechte. Deswegen gefällt mir das jetzt schon mal nicht so. Das linke ist länger. Aber ist egal. Ja, siehst du das nicht? Also vom Auge her sehe ich, dass das links länger ist als das. Ja. Aber ist nicht schlimm. So können wir es machen. Und jetzt dort links. Da kommt jetzt dieses Glashaus hin. Okay, Gary, ich kann mir jetzt darunter unter dieses Glashaus, kann ich jetzt nicht so wirklich was verstehen. Aber ich weiß doch gar nicht, wie hoch ich das machen soll. Ich glaube, die Wände sind noch ein Ticken zu klein. Aber überleg mal, guck mal. Der Indominus Rex, der kann uns ja töten von der Höhe her, weißt du? Wir müssen das noch ein Ticken höher machen. Guck mal, stell dir mal vor, der Rex kann uns von dort aus nicht angreifen. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoch. 1, 2, 3, 4,
5. So, ab hier würde ich sagen, muss das so hin und dann müssen wir weiter höher. Oder wir bauen nur die Stelle vom Glashaus einen Ticken höher. Das kann man auch machen. Ich glaube, das würde sogar noch mehr hermachen. Okay, dann machen wir das so. Haben die denn einen Glasboden? Hatten sie nicht, oder? Nee. Gut. Die sind ja auf so eine kleine Anhöhe gegangen, wie gesagt. Ja, also das ja ist das schon richtig dem. So? Genau, und das weißt du, willst du als Boden machen, ne? Genau. Ja, super. Und dann kommt noch Glas. Hol mal Glas aus der Truhe. Das brauchen wir jetzt. Okay, das hier ist schon mal fertig. Also das Dach... Einbauen. Das sieht hübsch aus. Ja, pass auf, du kümmerst dich schon mal um Bäume und so weiter. Ja. Und ich baue das Ding hier schon mal weiter, okay? Kannst du es fangen? Nee, da musst du schon hochkommen, Gary. Nö. Oh. Da musst du hochkommen. Arigato gozaimasu. Hi, hi. Ja, das hätte ich jetzt auch fertig. Guck mal, soll ich das wirklich so lassen oder soll ich ab hier, dass es aufhört, dass es ein Kasten ist? Was würdest du sagen? Ich würde es so machen. Guck mal, das ist ja ein Kasten hier oben. Soll ich das, den Kasten oben so anbringen wie das hier oder? Ja. Ja? Ja. Okay, dann muss ich weitermachen. Yes. Okay. So werde ich das jetzt unten nochmal anpassen, ne? Und dann passt das. Und schauen wir uns doch mal das Gehege komplett an. Gary, bau aber nicht die Bäume zu nah aneinander, sonst könnt ihr da nicht mehr durch, okay? Ja, ja, alles gut. Gut, gut. Damit sind wir jetzt auch fertig. Ich werde jetzt erstmal hier so 2-3 Fackeln hinsetzen, damit ich ein bisschen Licht habe. Naja, bringt jetzt nicht wirklich was. Aber damit wären wir jetzt fertig. Ich sag mal, es geht auf jeden Fall. Hier oben werden wir natürlich zum... Ja, damit es, ich sag mal, ein bisschen realistischer ausschaut, werden wir hier etwas hinsetzen zur Verstärkung. Denn nichts könnte es auf jeden Fall halten, ne? Das wäre ja natürlich unlogisch. Und wir bauen jetzt hier nicht komplett das Perfekte nach, weil ich habe auch keine Ahnung, wie es jetzt ganz genau ausschaut. Me too. Ja, deswegen bauen wir es uns nach, ja, ich sag mal, nach unseren eigenen Vorstellungen. Nach Freischnauze. Genau. Ja, hier müsste dann auch noch was hin. Aber ich glaube, das würde nicht cool ausschauen. Deswegen werde ich das jetzt hier komplett auch mit Fenster verzehren. Ist das richtig deutsch? Verzieren, verzieren. Verzieren, ja. Ja, guck mal an. Ich lerne immer mehr. So, so könnte man... Ja gut, das gefällt mir jetzt nicht so gut. Ich glaube, das werden wir doch ändern. So soll das hin. Auch wenn wir da jetzt nicht wirklich weit... Ah, das müsste doch ein Ticken weiter nach vorne. Aber ich werde es jetzt erstmal so lassen, ne? Zack, wir können das ja in der nächsten, ich sag mal, Jurassic Craft Projekt, können wir das ja wieder machen, weil das wird ja nicht das letzte Projekt sein, was Jurassic Craft beinhaltet, denn der Mod-Entwickler ist ja immer noch dabei, die Mod weiterzuentwickeln, die richtige Mod, und die sieht natürlich ein bisschen geiler aus, you know what I mean? Und das hier, ja, natürlich sieht die auch geil aus, aber die ganz echte sieht natürlich besser aus. Die ist halt up to date. Wie man und da gibt's sogar den Indoraptor. Indoraptor. Yeah. Hey, du machst das echt schön. Du machst es wirklich schön. Schaut euch das mal an, Freunde. Schaut das mal an. Ja, ne, es hat was, ne? Ja, gleich kommt der Sonnenaufgang. Da wird's noch geiler ausschauen. Haha. Zack. Zack. Okay, warte mal, dann ist das jetzt fertig. So, also, ich kann euch kurz das Ding präsentieren. Das hier ist das Gehege von dem Indominus Rex. Da sind schon mal 2 Türen, damit wir hier kurz rein können. Wir schauen uns das gleich von oben an, wie es da drin ausschaut. Hier sind schon mal Treppen, damit wir rein können. So. Ich weiß nicht, wie ich das besser machen soll. Und das hier ist halt unser Raum, wo wir ihn betrachten können. Problem ist halt, ich weiß nicht, ob die Höhe stimmt. Wenn das wie beim Giga ist, dann werden wir sterben. So. Und das hier hat Gary gemacht. Das können wir uns aber jetzt ganz kurz nochmal von unten anschauen. Denn hier wird sich ja eh jetzt was ändern. Wir können ja den Indominus Rex schon mal herholen. Wir werden aber jetzt was Bestimmtes machen. Es ist ja ein Weibchen. Oder? Ja. So. Und wir werden jetzt... Warte mal. War links jetzt eine Mail oder war rechts eine Mail? Wir werden uns jetzt ein Männchen angucken. Wenn das nicht die originale Farbe ist, dann werden wir ihn leider töten müssen. Und dann holen wir den richtigen her. Okay. Abgemacht. So, und das ist jetzt das, was Gary gemacht hat. Sieht gut aus. Ja, ne? Aber du weißt, wenn ein Indominus Rex oder ein Dino hier untersteckt, kriegt das Schaden ab, ne? Also, ne? Ach, guck mal hier, Gary. Ich hab was für dich. Komm mal hier. Eine Blume. Eine Blume. Bitteschön. Thank you. Also, hast du hübsch gemacht. Hast du wirklich hübsch gemacht. Uiuiuiui. Geilo. Oh, ich sehe das das erste Mal jetzt so von oben. Das sieht wirklich nicht schlecht aus. Ja.
Cool. Warte mal, ich geh mal kurz weiter zurück. Das sieht wirklich geil aus. Ganz ehrlich, das, ich würde sogar sagen... Ein böses Ohr. Ich wollte gerade sagen, was das ist. Ich würde sogar sagen, das ist das geilste Gehege, was wir bis jetzt gebaut haben. Aber es wird eh der geilste Dino sein, den wir bis jetzt gemacht haben. Ich mag auch hier die Blumen und so, ne? Die Pflanzen. Ja, ich mag auch den Indominus Rex. Ja. Okay, es ist grün. Den anderen habe ich jetzt auch schon reingepackt, weil, vorsichtshalber, falls es nicht der richtige sein wird, jetzt gehen wir sofort schnell nach oben, weil ich weiß nicht, was passieren wird. Wir werden es von oben betrachten, ne? Alter, aber wie geil das aussieht, ne? Sieht gut aus, ne? Aber ich glaube, sobald der groß ist, kommt er auch da easy dran. Ja, ich glaube auch, dass wir müssen das dann einen Tick nach oben setzen, ne? Das wär schrecklich, wenn das jetzt wirklich so wäre. Aber die Decke ist ja. Ansonsten weiter nach unten, sodass er nicht da unten runterlaufen kann. Da ist er ja! Es ist der Richtige! Sofort auf mich, ja. Ich glaube, es gibt nur einen. Warte, ich komm runter. Alter, sieht der geil aus. Altes Geräusch. Ja, warte, ich will's auch hören. Du kleine Katze, du. So, raus mit dir. Hi! Uiuiui, ganz ruhig. Ganz ruhig, Kleiner. Ich tu dir nichts. Mann, ist so weh kaputt. Kerry, es hat Haare auf dem Kopf. Ist gut. Glaubst du, es ist auch der Richtige? Guck mal, ja, ich denke mal, es wird der Richtige sein, wa? Ja, klar. Auch wenn da vorne so etwas dunkel ist. Okay, jetzt Freunde. Alter, jetzt bedeutet das, wir müssen ihn erwachsen machen. Er wächst echt schnell. Ich glaube, das ist doch zu klein. Geh einen Ticken. Okay, bleib erstmal so. Ist bis jetzt alles gut. Warte mal. Wenn er jetzt hier gleich so weiter wächst, dann haben wir echt ein dickes Problem. Das Gehege ist zu klein. Der könnte jetzt hier auf dem Baum dann später drauf und dann zack, raus aus dem Gehege. Also eventuell. Aber wir werden es ja testen. Ne? Indominus Rex. Alter, ja, I love you. Hier kriegt er mich, glaube ich, nicht. Da oben kriegt er dich, glaube ich, nicht. Warte mal, wenn er dich da oben nicht kriegt, dann müssen wir es genau auf die gleiche Ebene bauen. Wie schnell das hochgeht, das geht bei keinem anderen so hoch. Da, 96. 97. Sonst geht das immer richtig langsam. Er ist jetzt schon gleich da, wo der T-Rex ist. Der T-Rex ist auf 100 und er ist jetzt auf 99. Gary, oh Gott. Er will dich auf jeden Fall. Nimmst du jetzt den höchsten Baum oder was? Ich bin jetzt einen Baum weitergewandert. Okay, er ist bei 99 stehen geblieben. Also bedeutet das, zweimal nochmal was reindrücken. Meinst du? Natürlich. Der soll auch wachsen, ne? Ja, er ist jetzt schon über 100. Ich glaube, er wird von allen Dinos die meiste Energie haben. Er ist der Boss. Ja. Ja, ich würde sagen, er ist echt der Boss. Er wächst immer noch. Krass. Und, ich habe doch gemacht, wir werden ihn doch ausbrüten, ne? Weil es kann sein, dass doch vielleicht zwei Stück hier drin leben können. Er wächst immer noch. Er wächst immer noch. Ich glaube, der packt mich gleich mit seinem Kopf hier. Keine Ahnung. Ich glaube, du hast keine andere, bau dich kurz mit 2, 3 Blöcken höher. Warte, ist das jetzt vom Schatten gekommen, oder? Warte mal. Okay, kam nur vom Schatten. Ich dachte, der ist jetzt dunkel geworden. Oder kann er sich tarnen? Das wär's ja. Also das wär's jetzt Angst echt. Hier oben, ne? 146 hat er. Er wächst immer noch. Okay. Ich will da hinten auf den anderen Baum. Oh shit, er wird wirklich größer. 157, 58, 59, 160. Dass er so riesig ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich garantiere auf jeden Fall nicht für dein Leben, okay? Ich hätte auch nicht gedacht, dass er so riesig ist. Was soll das denn heißen, ha? Er bewegt auch seinen Kopf. Er hat gerade seinen Kopf bewegt. Help me! Oh, no! Gary, ich werde sterben! Warte, oh Gott. Bitte. Gary, er ist nicht so stark. Gary, hilf mir bitte. Bitte, leck ihn ab! Warte. Baum, hilf mir. Bitte. Oh mein Gott. Warum ist er auf mich? Du weißt, Indominus Rex ist schlau. Ja, aber... Hä? Der T-Rex hat das nicht getan. Aber er hat mir nur ein Herz abgegeben. Vielleicht, bist du noch eine Baby? Vielleicht Trampel... Gary, ich komm zu dir. Aua. Er bringt nur einen halben Herz weg. Okay, glaubst du, er ist jetzt auf dich? Gary, das ist nicht nett von ihm. Ist nicht nett von ihm. Nö. Ich kann in sein Auge sehen. So, warte. 1, 2. Auf dein Leben auf, Junge. Okay, erst Erwachsene. 160, erst Erwachsene. Alter Schwede. Oh mein Gott, bitte.
bitte Gott. Ja. Die Glaskuppel ist zu niedrig. Leider. Ist echt zu niedrig. So, ich bin jetzt auf dem höchsten Baum. Puh. Ja, ich versuche jetzt schnell rauszulaufen. Er kommt, er will. Warum lässt du dich nicht einfach durch? Hilfe! Er will mich töten! Eieiei, okay, wir gucken uns das jetzt mal alles von oben an. Hallo? Er kann uns nicht beißen. Schau in meine Augen, Schwede. Kleines. Eieiei. Gary, jetzt musst du das Ding kurz auf dich bringen, weil ich will kurz einen anderen anschauen, okay? Gut. Ja, warte mal, das ist der T-Rex. Ich glaube, der Dominus Rex ist größer. Er ist größer. Nee. Eieiei. Gary, wie sieht's jetzt mit... No, er kann... Okay, er kann mich angreifen. Ja, aber guck mal, ich stehe direkt vor ihm. Guck mal. Ja, okay, guck mal, ich sehe seine Augen. Er beobachtet mich. Okay, ich gehe jetzt kurz weiter weg. Ich gehe jetzt viel weiter weg, dass er mich sozusagen gar nicht mehr trifft. Oder beziehungsweise riechen kann. So, jetzt bin ich bei den Raptoren. Jetzt sollte er eigentlich auf dich sein. Er guckt immer noch in deine Richtung. Ja, du bist zu hoch. Er hat sich bewegt. Guck mal, ich sehe ihn sogar von hier. Er beobachtet mich. Guck mal, guck dir das... Ich bin ins Gehege gefallen. Good luck. Good luck. Have fun. Du wirst es schon schaffen. Ich muss jetzt ganz schnell, dringend, zum anderen hin. Ich hab's auch geschafft. Ich hab mich rausgebaut. Bau dich wieder rein, bitte. Sonst ist er auf mich. Ich muss gucken, was mit dem Baby ist. Ich kann hier langrennen und er ist noch auf mich. Ach so. Ja gut, dann passt das ja. Jupp, er kommt gleich raus. Vorsicht, er kommt zu dir, glaube ich. Er kommt zu dir, oder? Alter, wie der läuft. Beweg dich mal kurz zur anderen Seite wieder. Schaut euch das mal an. Los, lauf zur anderen Seite. Mach ich schon. Okay, er ist aber nicht auf dich. Nur mal kurz zur Mitte so. Also am besten zum kleinen Baum, würde ich mal sagen. Jupp, er ist rausgekommen. Oh Gott, er stirbt. Er stirbt. No, er stirbt nicht. Das kleine Mistvieh hat mir in eine Falle gestellt. Hä, es ist auch. Warte mal, er sieht genauso aus wie er. Okay, es kann nur einen Indominus Rex geben. Also musst du sterben. Warte, ja doch, es ist derselbe. Kriegst du es hin oder brauchst du Hilfe? Komm bitte her, hilf mir. Warte, ich hab ihn getötet. Jupp, ich hab ihn getötet. Alles klar, also gibt es nur einen Indominus Rex. Und das. Ist er hier? Ist so, sie? Warte mal. Ist sie, er, keine Ahnung. Er, sie, es, I don't know. Ich hab keine Ahnung. Aber auf jeden Fall. Ey, du olle Zicke. Oder ist er tot? Weil er macht ja gerade nichts mehr. Oder macht er noch irgendwas? Autsch. Und macht er noch... Aus. Oh, los, beweg dich mal, beweg dich mal. Herzen ab. Ein halben Herz? Auch bei dir? Ich verstehe aber gar nicht, warum er so macht, er okay, so wenig warte, macht. Okay, warte, ich laufe jetzt mal hier lang. Mal gucken, ob er noch kommt. Jupp, er läuft. Oha. Also die Bewegungsanimation ist ja übelst geil. Hierher, mein Mädchen. Kommt hallo, hierher. Mal. Guck mal hier, ich habe Fleisch. Kommen Sie, ich habe sogar eine Fackel. Hey, komm her. Hallo. Willst du nicht? Er will nicht, Freunde. Er will nicht. No. Okay, jetzt ist er auf mich. Ja. Yes. Oh, wie geil es ausschaut. Also der läuft echt cool. Oh, ja, es ist übelst geil. Ich bin in das Loch gefallen. Halt! Wie viel? Oh Gott, ich sterbe. Nein. Hab's gerade noch rausgeschafft. Ich bin ins Loch gefallen. Böser Indominus Rex. Böser. Eieieiei. Ich hätte niemals gedacht. Ich bin hier unten im Loch. Bist du echt in diesem einzelnen Loch? Ja. Warte, wo bist du denn? Er tötet mich. Bau dich hierher. Komm zu meinem Namen. Folge meinem Namen. Bau dich hier rein. Schnell mit der Schaufel. Ich habe keine Schaufel. Na super. Tötet er dich? Ja. Komm, schnell, du schaffst es. Genau, weiter. Nice, du kannst es schaffen. Du hast es geschafft. Cool. Aus deiner Range, gut. Ja, geil. Ja, Freunde. Auf jeden Fall war das der letzte Dino, den wir herstellen wollten. Wir gehen mal ganz kurz rein, schauen ihn uns ganz kurz an. Das ist das Gehege. Wie gesagt, das ist noch nicht die allerletzte Folge. Denn auf jeden Fall wird noch eine Folge kommen. Vielleicht kämpfen. Wir werden Kämpfe veranstalten. Und ich werde wunderschöne Szenen für euch zusammenbauen, wenn das halt geht. Ich denke mal, es wird hier in Minecraft gut funktionieren. Und ja, das war der Indominus Rex. Übelst geil. Zeig dich kurz nochmal. Ja, Freunde, da ist er. Ihr könnt ihn euch nochmal ganz kurz betrachten. Ne? Er sieht halt übelst nice aus. Da ist Gary gerade drin. Sieht cool aus, ne? Es sieht richtig nice aus. Warte, ich... Ach, scheiße, ich kann gar nicht reinkommen. Aber
Das war der Indominus Rex. Das war der ganze Park. Aber wie gesagt, ich denke mal, ich werde noch ein Video machen, wo ich wunderschöne Szenen für euch zusammenbasteln werde und Kämpfe werden stattfinden. Ich denke mal, vielleicht klappt das ja hier in Jurassic Craft. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. So, dann gehen wir ganz kurz nochmal in Gary rein. Denn in Gary rein? Was? Ja, hier, wo du gerade warst. Auf jeden Fall war es das wieder von Jurassic Craft beziehungsweise Minecraft Jurassic World. Aua, was wir hoffen, du gegen mich? Es hat euch gefallen. Und wenn es euch natürlich gefallen hat und der Indominus Rex, dann lasst auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du machst es kaputt. Sorry. Tschüss. Bye-bye. Aua, Alter.